Hallo Campingfreunde, ich bin der Hanjörg vom YouTube-Kanal Reisefalter. Uns geht es um die Diebstahlsicherung unseres geliebten Fahrzeuges an unserem Auto. Aus aktuellem Anlass muss ich fast sagen, denn Campingfreunde von uns haben ihren Camplet verloren, weil der einfach mal umgehängt wurde von irgendwelchen Dieben. Und dann war der Urlaub nicht nur im Eimer, sondern auch der Camplet weg. Und das, was ich euch jetzt erzähle an Sicherheitsmaßnahmen, was man ergreifen kann, gilt für jeden Caravan und nachher sogar fürs Wohnmobil. Ja, schaut euch das mal an. Ihr seht ja eine typische Ankoppelsituation. Und für diejenigen, die nach Holland fahren oder in die Niederlande, ganz wichtig, ihr braucht so ein Abrissseil. Das müsst ihr unbedingt mitführen, auch wenn ihr keine Bremse dran habt. Ich habe hier unten eine Öse, da kommt das dran. Ne? Ist ein bisschen gefummelt, aber auch ganz gut. Dann kommt das hier durch und hier hinten wieder an die Öse. Und damit ist der für die Polizei alles in Ordnung in den Niederlanden. Für uns zusätzlich auch noch eine Sicherheit. So, und jetzt geht es eigentlich los. Jetzt kommt so ein Steckschloss zum Einsatz. Wir haben das immer hier drin, wenn wir das nicht sogar dran haben immer. Kleine Tasche, das ist das Steckschloss, kleines Teil. Aber ihr seht schon, hier könntet ihr abkoppeln, ja. Und das soll man damit verhindern. So. Also unser kleines Steckschloss halt kommt hier dran. Ist eine ziemliche Fummelei, aber das soll ja die Arbeit der Diebe erschweren. So, dann wird das hier eingeführt und einmal abgeschlossen und fertig. So, jetzt könnt ihr hier diesen nicht mehr verstellen, diesen Pin. So, hier kommt ihr auch nicht richtig ran. Also das muss man dann schon austricksen, ja? Das ist das eine Schloss. So, dann gibt es noch was Besseres, was Wirkungsvolles. Das ist dieses Kastenschloss. Das kommt hier dran. Und ihr seht schon, was das für Material ist. Das kriegt ihr nicht so schnell wieder ab. So, dann einmal hier drunter. Oder hier drunter. Auf der anderen Seite wieder durch. So. Und jetzt nehmt ihr dieses Panzerschloss. Und macht es hier fest. So. So, dieses Kastenschloss könnt ihr sogar drauf lassen, wenn ihr fahrt. Ja, so könnte man das machen und hat dann seine Ruhe. Das hängst du also hier nicht mal eben schnell ab. Diese Materialien bekommt ihr im Internet. Das könnt ihr euch also zuschicken lassen. Ich habe euch Links hinterlegt in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, da ist der Link drin, dann in Klammern die Produktnummer. Und dann könnt ihr in Ruhe gucken und euch das nach Hause schicken lassen. So, jetzt kommt die Variante mit dem Abstellen. Also, dazu braucht man hier diesen Safety Ball. Den gibt es übrigens auch mit Schloss. Dann kann man da noch ein Schloss dran machen. Na, komm. Und schon ist ab. Ne? Hier ist jetzt erstmal gesperrt. Und jetzt müssen wir verhindern, dass wir hier das wieder aufmachen können. Und dazu gibt es so ein kleines Schloss, ein Steckschloss. Und jetzt könnt ihr hier nichts mehr aufmachen. Das heißt, das wäre jetzt schon eine ordentliche Sicherung.
Jetzt kommt da drüber noch ein Schloss. So, das wäre jetzt die Schließvariante. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch machen können, wenn ihr euer Fahrzeug hinstellt. Dann lasst ihr hier und hier die Stützen runter. Das steht schon mal sicher. Liebe Campingfreunde, was ist, wenn der Dieb uns überlistet hat und diese Schlösser geknackt hat? Dann müsst ihr wissen, dann müsst ihr zur Polizei. Und zwar müsst ihr nicht nur eure Fahrzeugnummer angeben, also die Kfz-Nummer, sondern auch die Fahrgestellnummer. Und die findet ihr hier oben auf der Deichsel. Da findet ihr die Fahrgestellnummer. Das müsst ihr unbedingt der Polizei mitteilen, damit die gezielt nachsuchen können. Wenn zum Beispiel Polizeikontrolle ist, können die sofort feststellen, ob das euer Fahrzeug ist. Dann ist es wichtig, dass ihr auch für die Versicherung von der ganzen Packsituation ein Bild macht. Also wir haben hier zum Beispiel dann noch eine Jetbox drauf und hier noch ein Jetbag für Tisch und Stühle. Und dieses Bild kennt meine Versicherung. Also sprecht mit eurer Versicherung darüber. Die würden sich über ein solches Packbild immer freuen. Für die Polizei auch ganz gut. Und wenn ihr irgendwo oben steht, macht auch von oben noch ein Foto. Hubschrauber, Polizei mag das. Dann können die gleich von oben gucken, ah, da fährt dieses Fahrzeug ganz verdächtig. So, jetzt ist es passiert und das Fahrzeug ist weg. Wir können aber noch einen draufsetzen und das ist mit einem GPS-Finder. Der GPS-Finder ist etwa so groß, ja, ihr habt den jetzt hier mal im Bild. So, und den könnt ihr hier verstecken, nämlich hier hinten, da kommt keiner drauf, oder hier hinten an der Klappe, je nachdem. Die Batterie hält 40 Tage, das heißt, ihr könnt den ganz in Ruhe verstecken. Das könnt ihr in solchen Faltkarawanen machen, das könnt ihr im Wohnwagen machen, das könnt ihr auch im Wohnmobil machen. Und dieses Gerät wird auch von Bauleuten benutzt. Das ist nämlich hinten an der Rückseite magnetisch und du kannst es dann an irgendeinen Bagger dran machen und kannst dann gucken, ob da jemand deinen Bagger klaut. Also für uns ganz hervorragend, kostet nicht allzu viel. Auch diesen Link habt ihr in der Videobeschreibung. Und könnt euch das mal anschauen. Also, hier ist das Hänschen versteckt und wenn ihr über die App dem Hänschen mitteilt, piepe mal, dann sagt euch dieses Hänschen die Position, wo er gerade ist. Und das kann die Polizei natürlich hervorragend auswerten und das finde ich ganz hervorragend zum Wiederfinden dieses Fahrzeuges. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Also, die Alarmstufen, die es gibt, die habe ich euch jetzt hier mal aufgeschrieben. Die kommen jetzt hier mal hoch. Die wichtigste Alarmstufe ist, dass sich dieses Fahrzeug hier bewegt. Ja, dann kriegt ihr einen Telefonanruf. Also ihr braucht noch eine SIM-Karte vom Provider eures Vertrauens. Da müssen ein paar Einstellungen gemacht werden, wie Anrufbeantworter aus und Rückruf aus und sowas. Es gibt eine deutsche Gebrauchsanweisung, weil es ein deutsches Gerät ist. Also gut formuliert. Das könnt ihr euch dann mal anschauen, stellt das ein und habt es immer an Bord. Ihr könnt das auch in eurem Fahrzeug vorne lassen, wenn ihr einen Ausflug macht. Dieses kleine Teil könnt ihr so verbergen, dass es keiner sieht. Und wenn Hänschen piepen soll, dann piept Hänschen und sagt, wo es ist. Ja, das ist doch schon mal was wert. Ja, liebe Campingfreunde, ich hoffe, wir haben euch einiges zeigen können, was man machen kann, vorbeugend und wenn es dann eben doch mal passiert ist. Wir stehen einfach nicht schlecht da, wenn wir solche Dinge anwenden.
Das kostet alles nicht die Welt. Guckt euch die Affiliate-Links an, die ich euch in die Beschreibung gepackt habe. Dann könnt ihr euch das nach Hause schicken lassen, ja, wie auch immer. Und könnt selbst entscheiden, wie weit ihr mit euren Sicherheitsmaßnahmen gehen wollt. So, ich wünsche euch eine super Reisevorbereitung, eine tolle Reise und kommt gesund wieder. Tschüss.